Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Hallöchen, und wir haben schon wieder Besuch. Oh. Toter Besuch. Fängt ja genauso an, wie es aufgehört hat. So, erstmal ein paar Arme und ein Kopf. Und ja, wenn ihr jetzt Fred hintereinander die zwei Folgen anschaut, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass auf einmal hier überall Büsche gewachsen sind und einfach so aufblocken. Und dass die Kirche aus Holz besteht. Das ist wohl das größte Ding. Also sie ist noch nicht fertig, aber wenn man reingeht, sieht man ja, dass man noch was bisschen was braucht. Echt wo? Und wenn du auf den Boden schaust? Ja, 75. Das steht da, aber ich sehe jetzt nirgendwo, wo kein Holz ist oder sowas fehlt. Nee, der steht nicht da. Wow, genau, das sind aber viele. Gut für die Effigies. Ah, fuck. Ah, so, den habe ich. Also wenn man das mit einem Headshot hinbekommt, ne, das ist... Boah, das ist so hilfreich. Oh, Alter, geil, ich bin geil. So gut. Ja, Mann. Jetzt lachen uns alle weg. Also wenn man das... Wow, oh, das ist ein Mutant. What the fuck, kennt ihr die Hände? Alter. Ich möchte doch jetzt nur mal ein bisschen Holz sammeln. Du bist gerade rausgeflogen. Oder? Bin ich gerade rausgeflogen? Bei mir ist gerade voll verbuggt. Du warst gerade weg und das war einmal Nacht und jetzt ist wieder Tag. Bin ich hier wieder hier? Ja, ja, du bist jetzt wieder vor mir. Das war jetzt ganz kurios. What? So. Erstmal die Billigpfeile nutzen. Oh Mann, ich meine Feuerpfeile sind weg. Die ganzen Büsche hier, ne? Das ist, sieht zwar ganz nett aus, aber... Nervt, ich frag mich eh, woher die kommen. Aber, oh Gott, oh, ich verhungere ja fast gleich. Woher kommen die eigentlich? Alter, es ist gerade so laut, das Viech. Irgendwas ist anders, ne? Ja, also, ja, man hat ja jetzt nur das alte Ding geladen und irgendwie gefühlt ein ganz anderes... Nee, bei mir fuckt das gerade voll rum. Das war gerade wieder Nacht bei mir und jetzt ist es Tag. Hallo, ich möchte den aufnehmen. Das Problem habe ich immer, wenn du rausgehst, also wenn die Verbindung zum Host getrennt wird. Es kann sein, weil es aktuell, wo wir aufnehmen, ist halt wieder gerade ein bisschen Corona und sowas. Und da spackt mein Internet ein bisschen rum. Das kann natürlich jetzt sein, dass theoretisch ganz aber kurz mal die Internetverbindung weg ist, du die Verbindung zu mir verlierst, oder ich zu dir, besser gesagt. Und ja. Aber du bist da und rennst rum, also das ist ganz, ganz komisch gerade. Ich hab den Fall nicht gekillt, ne, den Mutant, also du müsst eigentlich noch irgendwo rumlaufen. Ja. Hier soll er zu mir kommen, ich bin hier mal ein bisschen beschäftigt mit Armen und Beinen. Oder hab ich den gerade gekillt? Ah ja, ich hab ihn gekillt. Okay. Naja, warte, ich komm zu dir. Das war der letzte Pfeil, wo ich mich dann umgedreht habe, weißt du, geschossen, umgedreht. Hab nicht mitbekommen, dass ich den gekillt hab. Hier liegt er. I'm coming, I'm coming. I'm coming home, I'm coming home. Oh, da laufen sie schon wieder rum. Nein, ich möchte nicht die Pfeile. Jetzt, danke schön. Ganz kurz ein paar Bärchen essen. Ich hack schon mal, wollte ich sagen. Ja, hack du mal. Ey, mit dem Katana geht es ja richtig schnell. Mit dem Katana geht es gut. Ja, immer zwei Schläge und dann. So, drei Arme fehlen noch. Ach, die sind hier. Die kann ich dir geben. Hast du die Errungenschaft schon bekommen? Ach, bei dir ist nicht angezeigt worden. Nee, das ist bei mir verbuggt. In der Errungenschaft. Aber ich glaube, du bekommst sie ja irgendwie, oder? Nee, ich bekomme die gar nicht. Ich krieg keine. Vielleicht, wenn ich nicht der Host bin, irgendwie darum oder so. Ganz merkwürdig. Ich glaube, den einen Kopf musst du nehmen, ja. Toll, es fehlt uns ein Arm. Irgendwo einer ist übrig. Da ist einer. Jawoll. So, jetzt brauchen wir sehr viele Köpfe eigentlich. Also, Beine und Arme sind echt kein Problem, weil davon gibt es immer vier. Zwei. Ja. Oder zwei. Vier. Ja, ich habe halt insgesamt gerechnet jetzt. Okay, das ist irgendwie strange, wenn man hier irgendwie so Beine aufheben möchte und dann hier so Beine rumfliegen. Okay. Komm mal her. Nicht lustig, was? Schnupper mal. Hey, das ist zu. Was ist drin? Ein fucking Eichhörnchen. So.
Aber das haben wir schön gemacht mit der App. Diese Fallenfunktion, das ist einfach dämlich. Wieso gibt es keine Taste, wo man sagt, Falle öffnen, Tier töten? Irgendwie sowas, ja. Du kannst. Sondern, du musst es kaputt machen. Du musst es kaputt machen. Du musst draufhauen, damit du es killst. Das ist ganz, ganz doof gemacht. Hab ich. Weil ich habe da hinten noch meinen Wagen da stehen. Habe ich da jetzt Holz noch drauf? Nee. Nee, gut. Dann muss ich noch mal ein bisschen Holz holen. Ernsthaft, hier ist nichts voll. Hier müssen wir. So. Allein durch diesen Weg auch noch. Es sind so viele Steine jetzt dazu gekommen. Alter, 600. Wir haben gedacht, bei der Mauer wäre schon viel gewesen. Ja, ist heftig, ist heftig. Also mit den Steinen ist wirklich brutal. Also. In der ersten Staffel haben wir uns immer gewünscht, die würden etwas angreifen. Also mittlerweile muss ich sagen, ey, die ganzen Angriffe, die nerven richtig hart, wenn man da ein bisschen bauen möchte. Ja. Aber. Gar nichts mehr. Das Problem also, das ist dann war. Nur noch Survival. Ja, das Problem war aber bei der ersten Staffel, dass wir schon alles gebaut hatten eigentlich, was wir wollten und eigentlich so langsam mal die Staffel beenden wollten und dachten wir, irgendwie müssen wir doch mal sterben oder sowas. Aber ja, wir die haben angegriffen haben. Und wir haben dann echt alles gemacht. Also wir haben so viele Effigies gebaut, wie es ging und es war, wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Also. Aber das Problem war ja, wir konnten ja nicht mal richtig Effigies bauen, weil die uns ja nicht angegriffen hatten. Oder sehr selten. Und wenn, dann waren es ja, keine Ahnung, 5 Leute oder sowas. Wenn überhaupt. Meistens waren es weniger. Und wenn überhaupt. Also ein Mutant war wirklich selten, das weiß ich noch. In der ersten Staffel waren Mutanten echt selten. Ja. Meistens eigentlich in den Höhlen. Nur in den Höhlen eigentlich. Ganz, ganz selten. Das war dann wirklich ein was Besonderes, wenn da mal, oh mein Gott, da kommt ein Mutant und wir uns eingeschissen haben, wenn ein Mutant gekommen ist. Ja. Ja, das stimmt. So. Zack. Nächste Savage fertig. Yeah. So, wo wartet er gleich wieder? Es wird wieder dunkel. Wo war da? Wo liegt die Leiche? Schrei mal bitte kurz. Wo bist du? Kurze Frage. Du hast gesagt, es wird dunkel? Also, es wird langsam dunkel. Also, die Sonne geht langsam unter. Alter, ich sehe hier gerade. Bei dir nicht, oder was? Es ist ja, ein bisschen Sonnenuntergang, aber es geht noch. LOL! Hä? Ich hab gerade ein Reh mit einem Katana gekillt, weil es einfach nicht weggelaufen ist. Geil! Und es ist irgendwie auch jetzt nicht weggelaufen. Das wollte einfach nicht verrecken. Naja, gut. Das sind die Baumstämme. Jetzt wird's dunkel, ja. Jetzt wird's langsam echt dunkel. Wie wollen wir es eigentlich mit den Trophäen machen? Von jedem Tier eins, oder wollen wir ganz viele Rehköpfe und sowas aufspießen? Ich wollte eigentlich von jedem Tier eins, vielleicht von den kleinen irgendwie mehrere, aber so Reh und so. Dann muss ich mal den Rehkopf hier liegen. Hey, wo ist denn jetzt diese Leichen? Das kann man... Ja, da und... Die wertvollen Arme und Beine braucht man doch noch. Liegen hier noch Baumstämme? Aber schade, dass man mit dem Torso nichts anfangen kann, außer verbrennen halt. So, ja, gut. Ja, stimmt. Mit dem kann man nichts anfangen. Nee, dieser Baum, der nervt. Hier kommt ein Effigy. Es wird jetzt schon sehr, sehr dunkel. Ich mag jetzt noch die paar Baumstämme hier einsammeln. Ich hau mal... Licht. Ich wünsche, die Taschenlampe würde länger halten. Ja, also die Batterie, das ist ein Witz. Brauchst du gar nicht anfangen eigentlich. Nee. Baust du schon mal ein kleines Ding so zum. Achso, zum Laufen noch. Ja. Oh, der hat doch nicht. Das ist doch Zelt. Ich bin einfach beim Zelt schlafen. Ah ja, stimmt. Das dürfte auch gehen, ja. Es dürfte auch also, gehen, ja. Also man könnte schon schlafen. Warte, ich mag nur das Wägelchen dann noch ein bisschen. Na, also die letzten Baumstämme einsammeln. Boah, ich weiß nicht, wo ich hinziehe gerade.
Aber ja, ich komme jetzt, weil mir eh kalt wird. Alter. Ich hab den echt. Ich hab den echt gekillt und ich hab nichts gesehen. Also. Geil. Ich ihn gleich da hinlegen, dass ich ihn morgen gleich zu treffen. Ich bin da. Gut, dann schlafen wir. Einmal speichern und dann schlafen. Man kann ja hoffentlich schlafen, wenn einem kalt ist. Ja, ja, normal schon. Perfekt, mir ist nicht mehr kalt. Perfekt. Und. Alter. Du hast mich gehauen. Danke dir. Es gibt jetzt zum Glück keinen Teamschaden. Ja, yeah, ich nehme mal neue Pfeile. Oh. Ach, hier könnte man mal Panzertape holen. Wo ich gesagt, das ist so selten. Nice. Stimmt, hier gibt es irgendwo Panzertape. Wo gab's das? Ja, hier, hier. Hier eigentlich. Hier. Da, auf dem Schlafsack. Ah, ja. Nice, gut. Ne? Geil, ne? Super. Nice, nice, nice. Nice. Du sollst nicht den Baumstamm werfen. Was? Du hast einen Baumstamm geworfen? Baumstein. Nein, ich hab mich gerade nicht versprochen. Alter, die Kirche, ey. Das ist so viel Holz. Das ist übel, ne? Stein, 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 Stein. Da ist noch ein Tor, so, da sind noch die Beine dran. Ich weiß nicht, brauchen wir nicht, oder? Ah, ja. Doch, doch, darfst du gerne sammeln und hinklatschen. Komm her. Hallo. Ich auch nach unten schlagen. Oh Gott. Bein, Bein. Bein, 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 Bein. So, perfekt. So, da, da. Nee, nee, nee. Ich weiß einfach gerade gar nicht, wo ich jetzt die Bäume schon fällen soll, ne? Ich gehe mal dahin. Ich versuch das eh so. Nee, nee, ich mach schon ein bisschen weiter weg, aber trotzdem muss hoch nach rechts und links oder sonst was. Hä? Fällst du um? Oh, das ist wieder so ein verbuggter Baum. Mann. Geh kaputt. Jetzt. Oh. Gibt's echt so verbuggte Bäume? Da kannst du mit der Motorsäge, kannst du da echt, glaube ich, gefühlt eine Minute draufhalten und der fällt nicht um. Aber der Tank von der Motorsäge, der geht leer. Du musst dich bewegen. Ich bewege mich immer. Ich bewege mich immer im Kreis und nach oben, unten. Ich gucke immer, weil. Also manchmal muss man halt sich einfach nach rechts oder nach links bewegen, je nachdem. Ja, ja, ich bewege mich da echt. Ich drehe mich immer irgendwo in den Baum rum. Ich suche da tausend Stellen, vielleicht weiter oben, weiter unten. Genau, so, ich versuche das eh immer irgendwie, aber es gibt eben Bäume, die ewig lang brauchen. Die einfach nicht kaputt gehen. Die einfach nicht kaputt gehen. Gut, aber vielleicht vorhin das Problem mit dem Host, also dass ich da irgendwie gerade Internetverbindung hatte. Ich weiß nicht, ob das bei dir war. Vielleicht war das auch bei mir, weil ich ja gerade eigentlich zwei Videos hochgeladen habe. Parallel. Ach so. Kann ja auch gewesen sein. Kann das nicht erfüllen. Weiß ich gar nicht. Wollen wir erstmal die Kirche fertig machen, oder? Auch mit
Steinzaun und dann vielleicht Weg und ja gut, die Effigies halt so nebenbei immer. Ich glaube, ich würde sogar erstmal. Also ich mache eh schon die ganze Zeit Bäume ohne Ende. Weißt du was, man könnte ja eventuell um die Kirche rum. Ich habe auch schon überlegt, an so einen Kräutergarten zu ähnlich, ne? Sowas in der Art. Ja. Habe ich auch schon. Okay. Habe ich auch schon dran gedacht. Könntest du vielleicht, wenn du zu mir kommst, einen zweiten Wagen mitnehmen? Jo, bin schon. Hoppa! Komm, bin ich unterwegs, komm, mir schon wieder ein paar Minuten. Na, dann nehme ich den Wagen gleich hier mit. Weiß nicht, passt da noch einer drauf oder nicht? Ne. Na, fall um. Bäh. Du musst auch drauf. Da ist nichts mehr, dann nehmen wir euch. So, so. Vielleicht kann ich den ganzen Stöckel da mal schieß reinhauen. Geh schon. Ich würde es irgendwie gern vom Himmel aus sehen, wie viel wir jetzt schon weggerodet haben. Das ist echt interessant. Okay, bei der Kirche ist extrem viel Macht und sowas, wo man sich einschalten kann. Soll ich eigentlich eine ganze Stücke aufnehmen? Das habe ich mich, glaube ich, dreimal mit. So, ich komme wieder. Keine Frage. Nein, nicht runterrollen. Wilden Baumstämme. Schulter voll, das geht aber. Ratzefutz. Jo. Oh nein, ich verhungere ja schon wieder hier. Fuck. Oh, ich hab ein Loch aus Versehen erwischt. Haha, nice. Stimmt, da war doch irgendwo ein Lagerfeuer. Muss mir kurz das Reh braten. Oh ja, ich hab auch Hunger wie Kacke. So, wo ist denn hier das Lagerfeuer? Nein. Das war das nicht irgendwo? Er müsste irgendwo am Weg gewesen sein, ungefähr, wenn es nicht kaputt gegangen ist. Hm, warte, ich brauch schon ein neues. Alter, wie viel. Wieso liegt hier so viel Holz? Nee, das lasse ich hier liegen. Hier habe ich eine Übersicht. Das hinten hole ich, weil das vergesse ich. Siehst du und schon? Ach doch, da. Eins, zwei. Na los, brat schneller. Ich muss weiterarbeiten. Also ich habe jetzt im Zeltlager einfach Feuer gebaut. Ja, ich baue hier aber auch schnell ein kleines Feuer. Schnell. So, ein Fleisch hat echt vollkommen gereicht. Scheiße. Hm? Ich jetzt sind wahrscheinlich nicht herkommen und das Fleisch hier essen, oder? Ich brate mir gerade mein eigenes. Ah, dann esse ich es einfach nochmal. Scheiß drauf. Boah, ich könnte jetzt zurücklaufen und das vielleicht hinhängen, dass man wieder was Frisches haben. Na komm. Ich mach's mal. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe das Feuer jetzt genau in meiner Lauflinie hingebaut. Das ist. Muss ein bisschen aufpassen hier. Doof. Nicht, dass ich da. Wieso habe ich einen Stock in der Hand? Oh ja, das wenn du so ein ganz frisch gebratenes Fleisch, ne, dann frisch gebratenes Fleisch bringt richtig was. Ja, macht Magen komplett voll. Jetzt noch ein Soda trinken.
Ich finde es so komisch, die ganzen Fallen und so sind ausgelöst, aber keine Leichen drin. Das weiß ich auch nie ganz, ob irgendwie Tiere diese, das auch aus. Diese Wände und sowas finde ich, also wenn da ja jemand ist. Die laufen halt von hinten rein oder so. Was weiß ich, was die machen. Die Wände, die sind noch leicht. Ich glaube, die sind noch ein bisschen, die sind nicht ganz ausgereift. Weil die lösen manchmal aus, obwohl er drin steht. Und dann ist er eigentlich, steht er direkt davor, wird aber nur zurückgeschleudert. Also, ist nicht aufgespießt. Deswegen hat es mich ja... Das ist blöd, weil eigentlich da die Wand, wo unser Haus ist, ne? Da haben wir ja überall eigentlich diese Wände, sag ich mal, hingebaut. Aber die laufen trotzdem einfach durch und stehen dann trotzdem an der Mauer und schlagen drauf. Und dann bin ich so, hä? Die Falle ist ausgelöst, aber es ist nicht tot. Wir stehen aber trotzdem vor der Mauer dann. Toll. Ja. Tja, wo ist der dritte? Will der auch noch einen Pfeil in die Fresse, oder? Dachte ich's mir doch. So. Also hier hast du ein bisschen was zu holen. Ob es jetzt Baumstämme oder Leichen sind, kannst du dir aussuchen. Ja. Ach ja. Nein, ich möchte nicht einen Stein in die Hand nehmen. Nimm den Stein in die Hand. Gut, also aktuell brauchen wir 136 Eingeborene, um unsere Effigies zu bauen. Alter, hier ist voll schön. Alter, sind wir weit. Scheiße, die Mann, guck mal hier, unten ist schon dieser kleine Teich mit der Felswand und so. Der ist voll schön, einer. Ach, stirb. Alter, das haben wir mittlerweile richtig gut drauf, ne? Ja, Alter. Wir haben ganz fleißig Sniper Elite gespielt. Ach, warte, ich nehme den einfach mit. Bring schon mal den nächsten. Das Leichen transportieren hat ja leider nicht funktioniert mit dem Wagen. Nee, finde ich irgendwie auch schade, weil das wäre schon nice, weil oftmals kämpfst du ganz schön, das sind halt doch mehrere. Ja. Also für so Bauprojekte, sag ich mal, wäre das ganz praktisch. Ich glaube, es ist eh schon voll, ja. Kommen wir schon wieder mit dem leeren Wagen. Wo ist der dritte Wagen? Der müsste doch irgendwo. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo der dritte Wagen ist. Wie viel haben wir denn noch? Oh, ich traue mich gar nicht nachzuschauen. Ja, das dauert schon doch auch, wenn mit so einer schnellen Methode dauert es doch ganz schön lang. Ja, hallo, 340 Baumstämme. Das ist schon heftig. Also wir sind jetzt bei 226 von 370. Sind wir zwar schon über die Hälfte, aber... Ja, die Hälfte, die habe ich gestern schon, vorgestern, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, schon erreicht. Sag einfach bei der letzten Aufnahme. Ja, bei der letzten Aufnahme. Ich glaube, den Wagen kann ich sogar ein bisschen vorschieben jetzt. Ja, du kannst schon, ja, den anderen, den nicht, der ist voll. Ja. Ah, aber den anderen kann man dann weiter vorschieben. Ja, das ist... Durchaus, ja doch. Den nehme ich mir mal. Ah. Ist das dieser eine Baumstumpf, wo der Mutant dagegen gelaufen ist und gefällt hat? Jetzt bleib ich mal wieder in den Wagen hängen. So. Baumfeld. Das und dann das? Nee.
Das ruhig, das ruhig. Oh. Ich habe kein Molotow. Ich habe kein Ding dabei. Nein. Okay. Schade. Ich muss auch nur zwei Beine wahrscheinlich mitnehmen. Ja, waren nur zwei Beine, soweit ich weiß, ja. Eine Beintasche. Oder wir nennen das einfach Leichentasche, das ist in allem einfach dran. Ah, der Hügel, der wird langsam baumfrei. Ja. Ah, ja. Oh, jetzt ist schon wieder alle. Bald kann ich nicht mehr Holz fällen, weil ich glaube, das ist jetzt meine letzte Fuhre dann. Ja, dann kann ich aber dann Treibstoff. Achso, du bist schon voll. Hast du einen zweiten noch da? Dam, 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 da, 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 dam, dam. Ich weiß genau, was passiert ist. Die Baumstämme, also die Baumstümpfe, nerven schon ganz schön, ja, das stimmt. Heftig. Oh Gott, ist das ein Bauprojekt? Das ist. Heftig. Hätten wir diese scheiß Baupläne doch nicht finden sollen. Ich hatte ja kurz Hoffnung, weil da eben nur diese 150 da standen oder sowas auch das war, ne? Aber leider nope. Gepustet Kuchen. Benutzen. Ich sage jetzt nicht, dass aber jetzt schon mal, man sollte langsam zu Ende kommen. So, ja. Haben, ne? Weil hier war ja wirklich alles voller Bäume. War nur Wald, ja. Bei unserer Siedlung war ja auch nie Wald, oder? Nee, direkt bei unserer Siedlung nicht. Also saunah, also wir haben die Wand schon. Ein paar Bäume gab es da schon. Ja, ein, zwei haben wir da. Stümpfe haben wir ja schon weggehauen. Ja, ein paar, aber da war so gesagt Ende des Waldes. Ja, aber trotzdem. Aber um unserer Siedlung rum war kompletter Wald, also das haben wir. Und wir waren könntest ja auch jetzt langsam mal anfangen, da nicht so weit nach hinten, sondern da mal ein bisschen weiter nach links. Also Glück sagt, hinter der Kirche da zum Anfang zu fällen, dass halt um der Kirche rum so ein kleiner Wald ist, aber sonst eigentlich nichts mehr ist. Jo. Weil da muss jetzt diesen scheiß Hügel und sowas runter, das muss ja nicht sein. Nee, es muss nicht sein. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen, dass so viele Bäume waren. Ich hätte am liebsten eine Dynamitstange reingeschmissen, aber ich hatte keine mehr. Und eine Bombe konnte ich auch nicht mehr bauen. Oh oh. Was? Oh oh. Werden wir angegriffen oder wie? Nee. Aber nee, dass du kein. Aber wie leer das ausschaut hier. Holy moly. Das war ja alles Wald hier. Guck, die ganzen Baumstümpfe hier. Ach du Scheiße. Ich sage ja, bis zu unserer Siedlung. Ach oh, Gottes Willen. Holy shit. Aber dieser eine. Erstmal, wie viel Holz man braucht. Aber dieser eine Baum in unserer Siedlung, ne? Der bleibt. Eigentlich waren es ja mal zwei. Aber cool, weil der so riesig ist, ne? Den sieht man halt echt. Ja. Ah, das ist unsere Siedlung. Ah, das ist cool, ja. Sollen wir den eigentlich auch stehen lassen oder sollen wir den noch wegreißen? Den hier. Was? Dass du den da. Aber den der so. Könnte man sogar weghauen, glaube ich. Ja, oder? Ich glaube auch, weil der steht so das irgendwie ist so. Zwar riesig. Ja, bevor die Kirche fertig ist, haben wir den lieber mal weg dann. So, komm her. Welchen Sicherheitsabstand lassen wir denn hier dafür? Das reicht ja, glaube ich, sogar, wenn man. Meinst du, es gab irgendwer, der so gespielt hat wie wir, als wirklich ewig lang und ewig weit gelaufen ist, um die Holz zu holen? Oder meinst du, die haben alle Baumstämme nachwachsen lassen?
Ich glaube, das ist mal eine Ausnahme, könnte ich mir sogar vorstellen. Weil wir sind eigentlich schon total verrückt. Wir laufen echt weit, ne? So, wir machen das, wir sind echt. Ich muss aber sagen, bis jetzt stört es mich aber auch noch gar nicht so krass. Durch den Schlitten und durch die Motorsäge und so finde ich es nicht so tragisch. Also ohne die Motorsäge natürlich, ne? Also. Ja, eigentlich sieht richtig geil aus. War eine richtig nice Idee. Alles Kreuz ist echt groß. Ja. Stimmt, das ist ja auch noch da, ne? Ich frage mich gerade, wo wir das hinhauen sollen. Vielleicht einfach dann hier, also hier, wo ich stehe jetzt, also vor dem Zaun vielleicht. Vor dem Zaun vielleicht, einfach hier, wo ich stehe. Liegt das Kreuz. Ja. Und theoretisch kann man ja in der Kirche dann die zwei Särge bauen. Die könnten sogar nebeneinander hinpassen. Oder möchtest du eher draußen hin? Klatschen. Weil die sind ja offen. Ach, die kann man auch zu und aufmachen, sehe ich gerade wahrscheinlich. So das Kreuzen? Ungefähr? Weil wenn du dann so hierher kommst, dann ist da das Kreuz und... Das sieht ganz nice aus eigentlich, glaube ich. Und ich glaube sogar, dass man es anzünden kann, oder? Das Kreuz, kann das sein? Das weiß ich nicht. Die ganzen Stöckel da oben, oder? Das weiß ich nicht. Boah, das wäre so hart, wenn du da die Leute ranhauen könntest. Das bräuchte man nur noch Nägel. Das wäre so übel. Aber ich würde sagen, wir speichern und schlafen jetzt, weil es gerade richtig dunkel wieder wird. Ja. Auch die Zelte, die waren mal mitten im Wald. Ja, ich weiß noch, wir sind Ewigkeiten gelaufen, so hack und zack, wo war denn der scheiß Zeltplatz gleich wieder? Ja. Naja, gut. Dann schlafen wir mal kurz, oder? Ja. Oder warum? Ja. Nö, schlafen und dann können wir eh schon die Folge beenden. Diese ultra spannende, wo ich keine Ahnung habe, wie ich diese Folge nenne. Folge. Weil ich eigentlich nichts gemacht habe, außer Konterholzfäller. Ja, super. Bestimmt habe ich schon eine Folge, die so heißt. Ach, das ist gar nicht mal so leicht. Und ich irgendwie Skuldur der Baumeister. So. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.